Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge Chaos auf Deponia. Ja, wir sind jetzt hier wieder auf dem Kutter. Wir mussten gerade mal wieder ein bisschen überlegen, weil es jetzt schon 2 Wochen her. Letzte Woche war jetzt nicht so prickelnd gesundheitlich und gedanklich und nervlich. Haben wir was anderes gemacht im Stream, aber jetzt sind wir wieder da. So, wir waren auf dem Nordpol, wir waren jetzt auf Isla Obacht. Und als nächstes jetzt erstmal Porta Fisco, weil ich nicht glaube, dass wir auf den schönen Schwarzmarkt erstmal zurück müssen. Und wir müssen mal ja bei Janosch und Co. vorbeischauen und mal sehen, was die Jens wieder für ganz stufte Sachen machen. Ah, das sind tolle Sachen, die die machen. Oh, ja. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Was bist du? Achso, ich dachte, jetzt kommt noch sowas wie, achso, das bin ja ich. Manchmal ist das ja so. Okay, wir haben hier den Kutter. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Mhm. Ich mag die Dinger. Sie sind wie ich. Immer gegen den Strom. Da haben wir mal wieder mit Stromumkehrern zu tun. Okay, was haben wir hier? Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Da geht's. Ja, komm, dann gehen wir erstmal zum Stromumkehrer. Hier oben haben wir ja nichts dagegen, glaube ich. Hoffe ich. Ich mag die Dinger. Sie sind immer gegen. Ohne Strom kann ich hier auch nichts umkehren. Ich empfange negative Vibrations. Dafür hat Doc leider noch keine Fernbedienung erfunden. Fauler Sack. Fauler Sack. Dafür hat Doc leider. Fauler. Diese Fackel passt hervorragend. Zu Phase 1 meines Plans. Alles, was jetzt noch fehlt, ist Feuer. Und Phase 2 bis voraussichtlich 12. Donnerwetter. Schön kleinteilig, kann man nichts vergessen, ne? Ist wunderbar. Wunderbar. Ich empfange negative Vibration. Ah, ja. Empfangen. Ah, ja. Ohne Strom kann ich hier auch nichts umkehren. Gut. Aber pass auf, dann lass uns doch. Der will irgendwie auf Doppelklick nicht die Fackel nehmen. Muss hier immer sauer aufklicken. So, aber jetzt haben wir erstmal Feuer. Flum. Ufus haben Feuer! Feuer. Ja. So, dann gucken wir doch mal, ob wir mit diesem äußerst bekannten Menschen hier anscheinend reden können. Und dann mal gucken, was machen wir denn? Haben wir irgendwas mit der brennenden Fackel? Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Nee, sehe ich auch so. Dann, Gun, komm mal her. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Gun. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, ach bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Trams zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen,
wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Oh, schön. Hat den werten Manne jemand erkannt, ja? Oder gerade nicht so? Ich glaube, das war mit seine erste Sprecherrolle, oder? Vom guten Gronkh. Der Goon. Ja, das ist schon markant. Das hört man schon so ein bisschen raus. Och, nee. Oh, lass das. Schön. Du siehst hungrig aus. Oh, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was? Zur Hölle. Aber das Spiel war leider Gottes. Oder lassen wir mal den Gott aus dem Spiel, der hat ja nichts zu suchen. Leider hat das Spiel unsere Gesellschaft vorausgeahnt, glaube ich, oder die Guten bei Dedelic. Ein soziales Experiment, ja, heute wird ja alles unter dem Deckmantel eines sozialen Experiments gemacht. Ich habe mich total assi, rassistisch, sexistisch und bla verhalten. Ja, das war ja nur ein soziales Experiment, ne? Ich wollte mal gucken, wie die Leute so drauf reagieren. Ja, verpiss dich. Schwierig. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Orchidaleen, ja? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ja, übelster Menschenfreund, der Rufus. Oh Gott. Der arme Goon. Oh, der arme Goon. Wir könnten ein bisschen freestylen. Oh nein, als Bewohner nein, des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, wer kick ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpaket? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah. Rufus. Hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Aber war der Song so gut, Henna? Oh, ist das gut.
Ah, so, jetzt random Gronk Fact Nummer 1337. Gronk war mal Rapper. Damals noch aufgetreten als Das E. Hat sogar Platten gemacht und ich glaube sogar ein paar Videos. Also hier so Musikvideos halt und sowas. Und ich glaube, er hat auch wirklich Auftritte gehabt. Von daher passt das halt hier ganz gut mit dem Freestylen und so weiter und dem Beatboxen. Ah, finde ich cool, dass er sowas, so eine schöne Referenz hier mit eingebaut hat. Ach, das finde ich, ja, finde ich schon schön. Das finde ich schön. Finde ich süß. Ah, Pookie und Gronkh haben ja auch zusammen irgendwie mal zumindest ein Video gemacht, wo sie beide singen. Ich weiß nicht, ob das Lied irgendwo auch mal in einem Spiel wirklich in der Fassung auch aufgetaucht ist. Mal gucken, auf jeden Fall verstehen die sich und oder haben sich zumindest zu der Zeit sehr, sehr gut verstanden und waren echt ganz dicke miteinander. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Händler benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Ach, warum nicht? Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Hm. Jetzt sag mir nicht, wir müssen mit Goal zur Partnerberatung gehen. Oh, wei. Ja, schön, ja. Matthias, gleich mal, ja, Clip, ja. Mhm. Alles klar, ich verstehe, danke. Jetzt ist das wieder für ewig im Internet. Ich hatte gehofft, dass ich das wenigstens rausschneiden kann. Ich kann ja mich verpixeln. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. Hm. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Oh ja. Ein Luftsprung. Mhm. Ja, verschwinden tun sie auf jeden Fall. Gut, lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Oh, Rufus, der Menschenfreund. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Ah, was haben wir uns hier nur eingelassen? Also hier runter müssen wir, um Janosch zu begegnen. Okay, ich würde aber erstmal auch hier in die beiden Sachen reingehen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte.
Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Ja, der Penner da, kein Zweifel. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt's ja eine Menge. Etwa 3 pro Kutter. Keine Spur von Donnergol. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Nicht so cool, wie du denkst und nicht so cool, wie es sich anhört. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. So, warte mal. Mal gucken, ob wir jetzt durch das Gespräch nochmal Optionen von Gun haben. Ey, jo! Was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit! Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga! Gut, okay, dann, komm, dann gehen wir mal zuerst hier rein. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Süß. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Gut, wenigstens weiß er das schon, dass wir ihm die Bananen klauen, ne? Weil das wäre das Erste gewesen, was ich nach dem Gespräch probiert hätte. Vollkommen klar. Ich meine, wer mag denn nicht eine schöne Banane haben? Hä? Die schmecken. Meistens. Lecker. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeiten vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Auf jeden Fall. Alter, das ist ja 35 Drehungen im Kopf mit dem. Aber der Sprecher hat so eine saucoole Stimme, die so übelartig zu dem Partnerberater hier passt. Das passt ja wirklich gut. Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja richtig knuffig. Aber warum ist jetzt so eine traurige Musik hier? Und warum kommen mir gerade Nilfgaarder und Organon so deckungsgleich vor? Hm. Beziehungsweise die Hexenjäger aus Witcher 3 und der Organon. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet.
Das ist so blöd. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Warte mal, Satinavs Kettensäge. Gab's nicht irgendein Spiel Satinavs Ketten oder sowas? Das muss ich in der Pause mal nachgucken. Okay, ja, Matthias sagt auch ja. Sag ich doch, ne? Das ist ein DSA-Lore-Game, okay. Was hauen die hier für Referenzen rein dazu, ne? Satin aus Ketten, siehst du, sag ich doch. Es sind solche Nischen-Games oder solche, wo da eigentlich noch niemand irgendwie mit dem Let's Play dazu gesehen hat oder sowas. Sowas habe ich im Kopf, dass ich sowas irgendwo mal beim Scrollen gesehen habe oder sowas. Aber andere Dinge. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub Natürlich. Mir. Natürlich. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Kann das sein, dass das die gleiche Synchronstimme ist wie vom, wie hieß er denn? Gizmo? Wie vom Gizmo? Also dem Feuerwehrmann, Sanitäter und Polizisten? Natürlich nicht ganz so überspitzt gemacht, aber das klingt schon sehr, sehr ähnlich. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. So, was können wir jetzt hier alles klauen? Nur die Bananen? Nichts da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Die kann man in Auspuffrohre stecken. Die kann man anderen Leuten, also die kann man zerteilen und links und rechts in die Ohren von Leuten stecken, damit die nicht aufwachen. Kann man so viel machen mit Bananen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Ach, weil der Glatzkopf ist, oder was? Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Doch. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. Aber ich hab mein Schicksal selbst in der Hand. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin... Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Gut, okay. Dann gehen wir mal zum Kai. Mal sehen, was der zu sagen hat. Warte mal, können wir dem Goon eventuell die Bananen geben? Goon, oh Gühnchen. Gühnchen, ich habe hier was für dich. Komm, was sagst du? Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Genau. Kann man jetzt vielleicht so eine Banane nehmen und... Jetzt biegen sie sich in die andere Richtung.
Ich hätte das jetzt so gefeiert, wenn die Bananen jetzt einfach so was Lapidares wie, dass das komplette Icon oder so gespiegelt ist. Weil sie sich ja jetzt in die andere Richtung gebogen haben. Ach, so eine Kleinigkeit hätte ich jetzt gefeiert. Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Also dieser Schlauch. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Gut, da hast du recht. Dafür hat doch fauler Ich empfange nicht. Ja gut, komm hier, Gütchen. Du siehst hungrig aus. Bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Hier. Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Nur Schuhe. Essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Das war ja klar. Naja, gut. Ich hatte für Goon gehofft, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, aber nö. Genau, deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz mit dem Doc besuchen. Rufus, gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Was? Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Ach, sonst das was, sagen? Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Das haben wir gerade getan, sozusagen. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Machen wir ja gerade. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte. Ja, das sind immer die besten. Das war so klar. Es war einfach so klar. Rufus, du Arsch. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Oh, so, es bringt nichts. Es bringt einfach gar nichts. Komm, gehen wir wieder raus hier. So, schön. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns dann anscheinend die Innenstadt, wenn das jetzt so stimmt, was gesagt worden ist, wird das so Innenstadt sein und dann gehen wir mal hier in die Kanalisation und schauen mal, was die ganzen tollen Aufständischen so machen. Ob sie sich diesmal was Ordentliches gesucht haben oder eher wieder so lala. Ja, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.